Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Wahrheit: Florian Silbereisen hat Beatrice Egli an Heiligabend eine Ohrfeige verpasst. Bitte abonniere den Kanal und schalte die Benachrichtigungsglocke ein, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Wir informieren den Promi heute erneut. Wir werden die heiße Nachricht über den Spieler Florian Silbereisen und seine Geliebte Beatrice Egli aktualisieren. Nachdem er Beatrice Egli geschlagen hatte, lief Florian Silbereisen sofort weg, um dem Verbrechen des Schlagens von Frauen zu entkommen, aber nicht alle Aktionen von Florian Silbereisen wurden aufgezeichnet von Anfang bis Ende, ohne eine einzige Szene zu verpassen. Erst als sich der Vorfall zwei Stunden später ereignete, versuchte die Einsatzkraft sofort den Anfang und das Ende der Geschichte herauszufinden. Erst als Beatrice Egli aufwachte, zog sie die richtige Schlussfolgerung aus dem Vorfall. Aber trotzdem. So oder so, Florian Silbereisen wird verklagt, weil er das Video von Beatrice Egli geschlagen hat. Es dauerte eine Woche, bis Beatrice Egli das Bewusstsein wieder erlangte, aber ihr Gesundheitszustand war nicht stabil, aber die Polizei befragte sie bei Beatrice Egli. Genau, Beatrice Egli kannte und liebte Horn Duon vor der Ankunft von Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Mit Florian Silbereisen, Horn Duon weiß es auch, Beatrice Egli willigt ein, Florian Silbereisen nur für einen Zweck zu lieben, nämlich berühmt zu werden, wissen mehr Leute. Leserinnen und Leser, was halten Sie von Beatrice Egli? Wir finden Beatrice Egli zu selbstherrlich und intrigant für Ruhm, um andere, aber auch eine berühmte Person zu täuschen. Die Prügelaktion von Florian Silbereisen ist teils falsch, aber auch teils richtig, weil Florian Silbereisen zu sehr in Beatrice Egli verliebt ist. Ist es ein natürlicher menschlicher Instinkt, einen Liebhaber mit einem anderen Mann glücklich zu sehen? Es ist unerträglich, außer Kontrolle zu geraten. Aber Internetnutzer glauben nur, was sie sehen und hören, und so wurde Florian Silbereisen zu einem Kriminellen, der ohne Menschlichkeit die Karriere von Florian Silbereisen gnadenlos zerstörte. Florian Silbereisen wurde vorübergehend festgenommen, damit die Einsatzkräfte weitere Beweise für diesen Vorfall sammeln konnten. Nur Beatrice Egli drehte einen Clip, um ihn direkt zu korrigieren. Florian Silbereisen konnte in diesem Fall fliehen und Selbstachtung wieder erlangen. Am Ende stimmte auch Beatrice Egli zu, einen Korrekturclip zu drehen, jedoch mit der Bitte, sie für den Betrag von 10 Milliarden Dong zu entschädigen. Ohne eine andere Wahl zu haben, stimmte Florian Silbereisen auch dieser Entschädigung zu, obwohl er sich in seinem Herzen nicht fair und wohl fühlte. Dieser Vorfall wird Florian Silbereisen von nun an für den Rest des Lebens verfolgen. Und die Geschichte ist auch eine wertvolle Lektion für Paare, die sich durch Spiele und soziale Netzwerke lieben, nie voll darauf vertrauen, einfach genießen, nicht auf eine Liebe hoffen, die funktioniert. Vielen Dank an alle, wir aktualisieren die neuesten Informationen für Sie oder abonnieren unseren Kanal, um die neuesten Videos für uns zu erhalten.